חודש טוב, חודש ניסן, חודש הגאולה, בעזרת השם, בזכות איזה שיעור, מוסקדוש ברוך הוא, לוזון ברינק, אמן ואמן, כמו שכתוב, בזכות נשים צדקניות נגאלו עם ישראל, בזכות נשים צדקניות עתידים להיגאל. השיעור לרפואת ריבה בת ברוכה, בכלל כל חולה מחולות עם ישראל, בעזרת השם, שמשלחנו רפואה שלמה ברמה וברב שגידה וכן ירצון לומר אמן. אוקיי. דרך ארץ קדמה לתורה. מעניין? מעניין. פסיד מאסס פדנטר, איפה דרך ארץ שלך? דרך ארץ ויהיה, אין לו תשמעה. כן? Aber die meisten wissen nicht, was wirklich דרך ארץ bedeutet. Was bedeutet דרך ארץ? Und von wo lernen wir und von wem lernen wir den besten דרך ארץ קדמה לתורה? Von wem kann man das am besten lernen? Was ist, wer ist die einzige Person, die uns das auf die schönste, einfachste, simpelste und klarste Art und Weise demonstriert und vormacht? Das ist Moshe Rabbeinu. Ja? Deswegen heißt er Moshe Rabbeinu. Weil all die Sachen, all die Mitzvot, all die Pflichten, die wir haben, wie man sie macht, lehrt uns Moshe Rabbeinu. Weil er der Torahgeber ist. Wir sagen nicht Abraham Rabbeinu, Yitzchak Rabbeinu, Jakob Rabbeinu, wir sagen Moshe Rabbeinu. Er ist unser Lehrer. Er ist unser Mentor. Okay? Moshe Rabbeinu hat was gebaut, haben wir gesagt, letztens. Womit war er fertig? Hat er gebaut noch. Und er war der Architekt, der die Baustelle, die Baufirma, alles, alles. Jetzt, er hat fertig gebaut. Mishkan, alles schön, Gold, Silber, Bronze, Mamasch, Architektur, du kannst nehmen Griechenland, Rom, Bom, das ist alles Prater neben dem. Der Klum, der Kindergarten. Mishkan, Haedut von Kadosh Baruch Hu, bestehend aus tonnenweise Gold, tonnenweise Silber und zig tonnenweise Bronze. Okay, Mashallah, Shalach, Shama, nimm alle Juweliergeschäfte in ganz Österreich. Die haben nicht einmal Shalom Alechem, die haben nicht einmal so viel Gewicht in Ware, was in Mishkan, nicht im Bet HaMikdash, in Mishkan einmal war, in der Wüste. Aber da lehrt uns Moshe ein super, super Prinzip, eine super Regel. Und mit diesem Akt, was er macht, mit diesem Benehmen, mit diesem Behavior, was er uns zeigt, sagt er zu jedem Einzelnen von uns, hey, liebe Tochter, hey, lieber Sohn, meine Brüder und meine Schwester, sagt Moshe Rabbeinu. Ich mache das nicht vor, weil ich euch zeigen will, wie man sich benehmen will. Das war nicht seine Absicht. Seine Absicht war wirklich, er war wirklich so ein Mensch, der sich so, der das erarbeitet hat. Das heißt, er hat auf sich gearbeitet, um so zu werden. Weil er wusste, das ist der einzig richtige Weg. Er wurde fertig mit dem Bau. Wer kann als erster reingehen? Wer sollte die Erlaubnis haben, als erstes reinzugehen? Ja. Nachon, er hat gebaut, er hat gebüffelt, er ist drin, drum, Stakon, Moshe, Schrauben, Rauben, alles. Moshe steht. Chevre, Moshe steht draußen. Moshe steht draußen. Was passiert mit ihm? Er steht. Moshe, geh rein. Warum? Es gibt immer diese, ist der neue Bitgrenze da und dort, gleich die ersten, was die gesponsert haben, posieren hinein, zack, zack, mit Steck noch so, da, Body, kommen rein. Warum? Die müssen gefilmt werden, die Kamera kommt, die müssen sich zeigen, Haare müssen stehen, alles muss passen, Steck du da, Krawatte ist heute nicht mehr Mode. Ja, bisher haben die Hände offen, ja, hinher, Schuhe wie Krokodil, das schauen aus wie Amdamdes, diese Clown, wo wir klein waren, hat es diesen Clown gegeben. Ja, diese Spitzen und Schüsse sind voll im Tränen geworden. Mamasch, Aladdin ist vorher. Bekizu, Moshe Rabbeinu ist fertig geworden. Er hat das volle Recht reinzugehen. Normalerweise, wenn wir das gemacht hätten, haben wir in die Klasse geschoren. Normal. Warum? Habe ich die Erlaubnis bekommen? Ich habe es zwar gebaut, aber ist es meins? Wo steht, dass ich die Erlaubnis habe zu betreten?
דרך ארץ. Wie beginnt die Parasha? Chevre, wir haben Schmott fertig, wir beginnen. Wie? Welche? Chumash? Ja. Vaikra. Vaikra? Parashat Vaikra. Wie beginnt die Parasha? Vaikra. Vaikra? Mikra Lemi. Wer hat ihn gerufen? Gott, Moshe. Ja? Moshe, Gott. Aber Rega, warum musst du ihn rufen? Wo befindet sich schon Gott gesprochen? Er ist schon drinnen. In Mishkan, er ist schon drinnen, er ist schon, sein Platz ist fertig. Salon Mukhan, er ist drinnen. Jetzt ist er drinnen. Da muss ich gehen. Du bist quasi schon erhoben. Du bist der Einzige, der mit Gott, weißt du, so auf Angesicht zu Angesicht treten. Schon merke, das ist aber auch richtig schäler. Wenn wir so einen Draht hätten, wow. Es reicht, wenn wir so einen Draht mit dem Direktor haben. Herr Direktor, meine Freunde, mich da auch. Es reicht nämlich schon, wir fühlen uns schon Minimum an der Bild. כן? ומשה רבינו, מה? משה רבינו, אולי מוסטר משה רבינו, היה דן אגד, דן בסטן דראט, צור קדוש ברוך הוא. פור אנגזיק, צור אנגזיק. היה מוסטר יפעד, קדוש ברוך הוא ונס תוסס מי, אם זה השפון, אוקיי, ואתה, מה? ידע צאט! ידע צאט! משה מוסטר עם הפרד, זה עם פוברת את זה. קדוש ברוך הוא, אילו מידים גשבוך. Nicht wie die anderen Propheten, Abraham, Yitzchak, Jakob, David, Shlomo und so weiter und Josef und die anderen Stämme, wie hat er mit ihnen kommuniziert? Entweder in einer Art Koma oder Hypnose oder im Schlaf. Moshe Rabbeinu war im lebendigen Zustand. Wir reden auf einmal. Ja. Ist okay. Mit dem redest du? Nein, ich war froh. Ja. כזה, כמו שיש וולקה בקטונס, נכון? ככה. גרן! גרן, בוס, למה לא? דוביס כזה בן בית, נכון? דוביס דירקט העם, איך הוא קדוש ברוך הוא? זה כנן. זה באמת דרך ארץ. איזה כתביה כי נורות איש בין רקט העם. איך גאו ביש בין נימן. זה כמו שרבינו. ויגיד מדיאלוג מסתסי שאין קומן כאן. קדוש ברוך הוא, אוקיי. ריקה משה, בוא. ויקרא משה, ואם בתורה לזה שתית, ויקרא, אמן דן קלנה א', נסכים פי לפי להקלר ומבוא מקלנה א' שתית, ואן משה רבנו, די תורת הקורבנות שלהם, בסביגיתיה, אם ויקרא, ואם אני אופה ברינגט, וגאד, זה פרוצס, ואווס ברינגט, ואין אני פרו, אני קינט בקום, זה מוסר אחר אופה ברינגן, Oder wenn einer Gesündigter kommt, darauf an, was für eine Sünde, welche Opfer er bringt. Wer weiß, warum wir Opfer bringen müssen überhaupt? Market im Sinn. Masse Schama, Judale Scham. Okay, was gibt es heute zum Essen? 20 Hühner, okay, 50 Kühe. Heute müssen wir viel essen. Bros. Okay? Glaubt ihr, braucht das? Warum existiert dieser Prozess von Opfer bringen und dann mit Blut? Auf die Warnspitzen, auf die Ecken, dann mit Asche und so weiter. Warum dieser ganze Prozess? Warum gerade wird ein Tier geopfert? Mir soll er geben. Dankbarkeit. Dankbarkeit? Warum ein Tier? Bis man was anderes kennt. Im Komikasee. Und man, Allah Akbar, tschüss. Warum? Was hat er gemacht? Mao Kashu. Vier Pfoten. Ich will rein. Der macht einen Verstand. Okay. Dann fasst er und stirbt langsam. Meine Hilfe. Ist gar nichts, weil alles hat Nerven. Wie heißt das? Nervensystem. Warum gerade ein Opfer bringen? Marketer. Der Mensch. Wir haben das, glaube ich, habe ich jetzt mit euch gelernt, mit Kippur. Warum man Lederschuhe trägt. Warum zu Kippur nicht Lederschuhe trägt. Die Bad Kimmelse. Warum trägt man zu Kippur keine Lederschuhe? Warum gerade keine Lederschuhe? Wie ist die Welt erschaffen worden? Also stufenweise, die Elemente. Es gibt die Elemente. Es gibt Domem, Zomer, Chai, Medaber. Nachon? Domem ist Boden. Zomer ist Gewächs. Stimmt's? Und dann gibt es Chai, Masse Chai. Hier, Baal Chai. Wer mit der Bär? Shizumi? Anachno. Wir. Und das heißt, es gibt stufenweise. Die letzte Stufe ist ein Ding, nachon? Domem. Kann weder reden noch irgendwas. Es ist einfach da.
Dann kommt Gewächs, haben wir gesagt, dann kommt Chai, dann kommt der Bär. Das heißt, die höchste Stufe besitzt wer? Der Mensch. Okay. Was kommt als erstes, haben wir gesagt? Domem, stimmt's? Ding. Und danach kommt das Gewächs. Wir gehen auf das, auf die Erde sozusagen. Womit gehen wir auf die Erde? Was für Schuhe? Keine Plastikschuhe von Sarah oder so. In der Torah, wenn man sagt Schuhe, ist es eine Halakha. Man muss sehr gesunde Schuhe tragen. Ich darf auf meine Schuhe schauen. Stop. Stop, stop. Gesunde Schuhe, Rambam schreibt, Nalaim Briot Guf Bari. Rambam schreibt, einzige, wo man nicht sparen darf, das sind Schuhe. Schuhe müssen teuer sein. Und welche Schuhe sind teuer und langlebig? Ja, Femme Ort. Und Lederschuhe werden aus was gemacht? Ja, Femme Ort. Sehr gut. Das heißt, indem wir zu Kippur keine Lederschuhe anziehen, ändern wir die Prozedur der Elemente, indem wir und die Tiere an dem Tag des jüngsten Gerichts alle gleich sind vor Kadosh Baruch Hu. Es werden alle gerichtet. Sowohl Tiere als auch Menschen. Deswegen tragen wir keine Lederschuhe. Wir setzen uns herab, gehen dann genau in denselben Ebene wie die Tiere, weil in diesem Tag werden alle gerichtet. Gewandte? Deswegen ziehen wir keine Lederschuhe an. Korban, ein Mensch, das heißt, er ist in der Stufe höher als das Tier. Warum? Der Mensch. Wenn der Mensch eine Sünde macht, hat er was Menschliches gemacht? Nein. Wenn jetzt jemanden verletzt hat oder jemanden geschädigt hat, muss er ein Opfer bringen. Warum? Ah, er sagte, der Jude muss daraus lernen, ich hätte jetzt wegen meiner schlimmen Taten statt diesem Opfer sein müssen und ich habe ein Opfer gebracht, um meine Sünde zu tilgen, weil ich mich herabgesetzt habe von Menschenebene auf Tierebene. Weil ein Tier macht etwas ohne Denken. Der Mensch muss denken und dann machen. Ist das Gottes Wille? Ist das nicht Gottes Wille? Derech Eretz. Kadmala Torah. Aber wenn man ein Dankbarkeitsopfer gibt? Das ist was anderes. Dankbarkeitsopfer, das war's. Ich hätte jetzt, warum gibt man Dankbarkeitsopfer? Eine Frau, die ein Kind geboren hat. Gibt auch ein Tier. Sie gibt nicht. Warum? Ich wäre fast gestorben. Eine Frau, sie ist, warum sagt sie Gomel? In dieser Sekunde, wo das Baby rauskommt, die Bauchnabel quasi. Dieses eine Moment. Krachen. So, Mama, schneller. Und deswegen kommt der, was kommt, und dann darf der Mann sich nicht angreifen. Der Mann darf sich schon vorher nicht mehr angreifen. Sobald es Öffnung gibt, ja, man sagt Ticha, auf Hebräisch, darf er sich nicht mehr anfassen. Fertig. Sie ist Tmea. Sie ist Asura. Okay? Weil ihr Leben in Gefahr ist. Jede Frau. Sogar während der Schwangerschaft ist eine Frau in Lebensgefahr. Sie muss sich hüten, sie darf nichts Schweres heben, sie darf kein Sushi essen. Ja, aufpassen. Kennen Sie Zucker? Es gibt Bakterien, man muss aufpassen natürlich. Und auch erst eine schwangere Frau, sie hat Krisen, Wahnsinn, und Leute, Stübe, Nutella mit Pfefferoni, Fantasia pur. Na, klein. Und deswegen gibt es ein Dankbarkeitsopfer. Ich hätte jetzt gehen können, ich bin aber im Kadosh Baruch Hu hat mich verschont, deswegen gebe ich ein Opfer als Symbol. Okay, jetzt lassen wir das. Zurück zu Moshe Rabbeinu. Was steht über einen Menschen geschrieben, der urviel gelernt hat? Die Torah und die Mishnah und die Halacha, Midrash, Gemarat, wo viele Bücher auf sich, Kasse fertig gemacht, schon Kasse. Okay. Vor lauter Limut ist er schon 200 Kilo geworden, hat einen Frack wie ein Auto, Chumrim, Kisushi Lotto. Aber weißt du, wisst ihr, was der Talmud über einen Menschen sagt, über einen bestimmten Menschen? Er sagt Folgendes. Ma, Moshe Rabbeinu muss warten, bis man ihn ruft, fragt er. Hallo, Ende, du bist kein Bezeschi, Ben Adam Paschut, das ist Moshe Rabbeinu, wir müssen warten, bis er gerufen wird. Ja. Sagt er. Er sagt, und wenn reingegangen wäre ohne Erlaubnis, Makara, was ist schon passiert? Was kann schon passieren? Wer kann mir sagen, was kann schon passieren?
Ah, Niklas, rein, mach gerade. Du musst ja nicht klopfen, du bist ja nicht im Büro. Herein. Das geht ja hin, mach so. Mach doch weg, hab ich vor Fiona, mach doch weg. Warte, ja. Ich kann sehr Zeit, die schauen, ich hab nicht geöffnet. Ich mach trotzdem auf. Das machen alle immer. Jetzt. Sagen unsere Chachamim. Talmid Chacham, kol Talmid Chacham. Du meinst, was ist Talmid Chacham? Ein Hochgelehrter. Talmid Chacham, she'en bo de'a, was ist de'a? Das ist derch Eretz. Derch Eretz, Kavala. Nevela tova hemeno. Ein Kadaver ist besser als er. So sagt es der Talmud. Das heißt, du kannst sein, nicht du. Der Mensch kann sein mit Bart, er kann sein voll, was der Arzaot, Musikur, Rabbin, Rav Kehla kann sogar sein. Er kann sogar ein Richter sein, ein Dayan, ein Betadin. Er hat kein Derech Eretz, ein Kadaver. Wisst ihr, was ein Kadaver ist? Wisst ihr, was ein Kadaver? Ein totes Tier kann sein. Vollendetes Tier. Das ist ein Kadaver. Da kommen wir im Dschungel, da kommen diese Tiere und fressen ihn auf nach oben. Dieses, was aufgefressen wird, ist ein Kadaver. Dieses Kadaver ist besser als er. Sagen die Chachamim. Das heißt, er kann lernen, so viel er will. Hat er seine Eigenschaft nicht im Griff, hat er kein Derech, ist er nichts wert. Nichts wert, null. Das ist nicht, es geht um alles. Es geht Mann und Frau, um Schöne. Wir haben Isha, Eta mit Achama, Kirushelam da, Kasra mit Shuvah und so weiter, weiß Alacha und alles, weiß genau was. Sie hat kein Derech, ein Kadaver ist besser als ihr. Sie hat Mavil, sie hat Frieden schon gut. Er sagt, Ida Lecha, תלמד ממשה רבנו, אבי החוכמה, איז דה פאטה על הוויזן, פאטה על הפרופיטן. היה דה ספולק ישראל פון אגיפטן ראוס גהול. מזה נהנת דה זו פילה. וונטה אין אגיפטן פולברך. היה דה סמי גשפלט. היה דה תורה רונטה גברך. היה דה משכן גבעות. איסט נכת רעי גגן, ביסט נכת גרופן בו. תראו מה זה. איזה... Was für eine Größe das ist. Da, so sieht man einen Menschen, wenn er eine gewisse Größe hat. Wenn er eine, auf Hebräisch heißt das Gdula. Er weiß, wer er war. Glaubst du, Moshe Rabbeinu weiß nicht, wer er war? Wisst ihr, wer Moshe Rabbeinu überhaupt war in seiner Natur? Was war Moshe Rabbeinu für ein Mensch? Er war ein Mörder. Er ist auf die Welt gekommen, er war ein Mörder. Nachdem das Volk aus Ägypten rauskam, ganze Welt wusste davon, weil wenn sich das Meer gespalten hat, hat sich jedes Wasser auf der Welt gespalten. Warum? Damit die ganze Welt davon erfährt, schaut, was mit den Juden gemacht wurde. Keiner soll sich mit den Juden anlegen. Der Mensch hat alle Angst gehabt. Bis wohin? Bis Achashverosh sogar. Wann hat man ihm gesagt, komm, machen wir die Juden fertig. Bis der schaut, was die in Ägypten gemacht hat. Mapiton, so wird die. So eine Angst hatten alle vor den Juden. Aber dann, es wurde so populär, diese ganze Geschichte, bis ein arabischer König, er hatte eine gewisse Gabe, einen gewissen Talent. Er konnte einen Menschen nach seinem Gesicht, nach der Mimik erkennen, was für ein Mensch er ist in der Natur. Er schickt diesen König von weit, schickt seinen Schiedsrichter zu ihm, einen Maler, er kann gut zeichnen, zeichnet mir sein Gesicht und bringt ihn mit, sehen, wer das ist. Einfach ihn. Kommt in Machane rein, sagt, Shalom, wo ist Moshe euer Führer? Nein, ganz noch 2 Kilometer weiter. Er geht, kommt hin. Er sieht, dass er sieht, Moshe, kommt raus, Moshe. Wie die Polizei sitzt, malt, packt ein, reitet zurück zum König, direkt zu seinem König. Der König sieht, wer ist das? Das ist Moshe. Das ist Moshe. Hast du den Falschen gemacht? Willst du mich auf den Arm nehmen? Nein, mein König, aber bring ihn rein in Gefängnis. Das gefällt mir nicht. Er hat Moshe gemalt. Ich werde sehen, irgendwann. Rein. Ganze Delegation, dann, da, 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 ich bin der König Adrian von Chalpakien. Ich bin, wo ist Moshe Rabbeinu? Euer Moses, euer Führer. Er ist ganz hinten im Machanim Camp, im letzten Camp, wo er in Moje tat. Er reitet hin. Moshe Rabbeinu, kommt raus. Wer bist du? Ich bin Moshe. Wo ist der Führer, der dieses Volk aus Ägypten rausgeht? Sag ich. Moshe, alle reden über diesen Moshe. Wo ist er? Du bist nicht Moshe. Ich bin Moshe, bist du Bastardschaft. Ich habe den grünen Ifas von Corona auch schon. Sag dem, du bist Moshe.
Ja? משה בן אמרם, לוי, was noch? Da ist meine Geschwister da. Du bist Moshe? Und sagt, ja. Das kann nicht sein. Warum kann nicht sein? Er sagt, nach deiner Mimik bist du ein Mörder. Alle reden über Moshe, der ist Moshe Anav Mikol Adam. Moshe ist der weiseste Mensch, der am besten skromme Mensch auf aller Zeit auf Erden. Er hat das passt nicht. Sagt Lachon. Wie kommt er darauf, dass er ein Mörder ist? War er ein Mörder oder nicht? Ja. Er war ein Mörder. Ist schon kein Kohl. Er hat nicht einmal seine Hände schmutzig gemacht. Wie kann man sich so ändern? Wie kann man sich so ändern? Gute Frage. An erster Stelle sagt der Rabbeinu Bachaye und der Chovat HaLevavot, die schreiben folgendes. Der Schlüssel, um an sich zu arbeiten, den ersten Schritt, den er machen muss, der Mensch, ist, auf Hebräisch heißt das, Solanut. Geduld. Wenn du sagst auf Deutsch, Frau Lehrerin, was heißt Geduld? Geduld. Warum heißt das Geduld? Fragst schon wieder mit diesen jüdischen Fragen an, oder? Was ist Geduld? Ich weiß nicht, was ist Geduld. Warum heißt das auf Hebräisch? Warum? Das kommt, was für ein Wort hat das? Semel. Leiden. Einstecken. Wie viel kannst du einstecken? Das ist, jedes Wort hat eine Bedeutung. Auf Hebräisch heißt das so lang und vom Wort des Semel, vom Wort des Leiden. Wenn ein Mensch ist in der Natur quasi ein sehr impulsiver, explosiver, krisionärer Mensch. So wie ich. Ja. Und ihm wird irgendwas gesagt, was ihm nicht passt, was ihm nicht schmeckt, was ihm nicht gut ankommt. Normalerweise entweder die Hand fliegt, entweder ein Schuh fliegt oder ein Headbutt gleich zwischen die Augen, irgendein Messer fliegt oder Stein fliegt oder ich überfahre ihn im Auto und kann einfach nur Gas geben. Aber und dann gibt es diesen selben Menschen, der auf einmal sagt, Verdauung. Wisst ihr, was das bedeutet? Er hat genommen seine Natur, er hat sie zerquetscht und eine neue Natur aufgemacht. Ganz einfach. Jetzt hört sich das einfach an. Warum? Er ist schon Profi, Moshe. Damals? Er hat nur gesehen, einen Ägypter gesehen. Hallo, was soll das? Wer bist du? Wer ich bin? Er ist weg auf einmal. Er hat nicht einmal Hand gehoben. Er hat nicht einmal die Mühe gemacht. Stell mir vor, er war unter der Erde schon 3 Kilometer. Aber er hat nur ihn getötet. Moshe Rabbeinu? Wann er aus Ägypten weggelaufen ist, wo ist er angekommen? Im Land seiner Frau. Was? Midian. Was hat er dort gemacht? Masekase Steiermark, Kilo? Aber Makatum, was steht dort? Wo ist er? Er kommt hin, was sieht er als erstes? Zippora. Was war dort? Alle haben Itro verbannt. Warum? Er hat sich vom Papst links zurückgezogen. Alle waren böse auf ihn. Er hat begonnen schon Tshuva zu machen. Und alle Midianim haben sich geweigert, mit ihm zu arbeiten. Sogar die Schafhirte wollten nicht für ihn arbeiten. Das heißt, wer hat die Schafhirte Arbeit gemacht? Nein! Seine Töchter, bevor noch Moshe gekommen ist, die finnische Moshe, seine Töchter haben es kennengelernt, die haben Männerarbeit gemacht, die Afrodot Salahodito. Er wurde verbannt, Samuel auf Heren. Und jetzt, immer wenn sie Wasser holten vom Brunnen, sind alle Männer gekommen, haben sie gemobbt, geschubst, gestoßen und geschlagen auch. Eines Tages, sie kommen hin, sie kommen wieder, oh mein Gott, schon wieder diese blöden Männer. Hallo, Schätzchen! Also ich sage, talk to my hand. Und wieder fangen die an, schubst du rein, lass mich los. Auf einmal kommt Moshe Rabbeinu, jetzt wie ist er angezogen? Wie war er angezogen? Wegen Glockenbuch. No. Echt? Lederhacke. Ja, ich trotz, auf Ducati Motor, nach oben gesehen. Kannst du mal wieder die Kasse da?
ממש לא, זה משה, זה לא איזה פלצ'ה שושפילה. זה שושפילה דיקף מדלופת עלי, זה סלס קומפיוטר, שלא תחשבו שהם בחוץ, דרוסן זה אינדיאלי פלאשן. כן. זה בדוק, גם בשור אוסטרובים, פלצ'ה. קיצור, משה רבינו קום, שתי גישות מיד התורה, ויער ויושיען מאדם, יעצי בפרט, עכשיו יצ, דרסק מן השניות. אלי שפיתי, אידו שעוד עוז ואינגורי לדעות. משה רבינו קום, אם זה זו השרת, יעד אל קרוב של הגלות. עובדות של אסטס אוב יידיש, יעד אל מאה גמר. ממש ככה, דיבזניף לאופק שלנו. ככה. קום, יעד אל צפץ, מזוויק. דן את הציפור, צריך, וואו, אבא, מה אישה? מקום כזה, ככה, לא, סתם. הוא בא כזה, הוא דן את הלכה אז בקום, זה היסט, אחד שום גצקט, אין אין לי בפליט נוח, אסגיב לוח אנדרי אוטב, הוא איזה נקפתי מוסטריטת, אבל דן, נחדים את הסגמחת, נחדים אסטמאל, זו כבר דין אגיפטה אומגיבחתת, hat er schon eine gewisse Reue gezeigt. Wo hat er diese Reue schon gezeigt? Kurz darauf, wo Datan und Abiram gestritten haben, hat der eine die Hand gehoben nach vorn. Was hat er ihm gesagt? Rasha, lama takere echa. Das heißt, er hat ihm schon zurechtgewiesen. Zu der Zeit hat er schon begonnen, Tshuva zu machen. Das zeigt, dass auch ein Moshe Rabbeinu danach noch gefallen ist. Nach vorn hat er wieder eine Schlägerei gehabt. Er war Tshuva, er war Freier, kennt? Er war ein ganz normaler Mensch, wie jeder andere auch. Aber er hat sich entschieden, sich zu ändern. Und das hat er getan. Und schau, was er geschafft hat. Er hat sich dazu gebracht, ein Kommunikator mit Gottes Spruch zu sein. Wer kann das heute sein? Kam schon und hier Chazak, kam schon und hier Rabbanit, und hier Rab. Das heißt, er hat sich zu 100% gesteigert. Nicht zu 99%, zu 100%. Er ist der Einzige, der das Privileg bekommen hat, was? Dass Kadosh Baruch Hu ihn bichvodo ubatzmo beisetzt. Der Einzige, der kein Grab hat, ist Moshe Rabbeinu. Wer hat ihn beigesetzt? Kadosh Baruch Hu. Der Einzige. Warum ist das so wichtig? Er sagt, die Basis vom Judentum, die Basis, damit die Torah bei dir bleibt. Und bei dir, die Torah ist etwas, was... Die Torah ist wie Wasser. Du musst das Gefäß sein, damit das Wasser, die Torah, sich in dir füllt. Jetzt. Wenn du, es kann sein, dass dieses Gefäß, das du hast, nicht dein Gefäß ist. Oder ein gestohlenes Gefäß ist. Oder du hast dieses Gefäß nicht korrekt ergattert. Das ist ein Mensch, der kein Derech-Eretz hat. Du hast zwar dieses Gefäß, aber dieses Gefäß ist nicht deins. Du hast es so ergattert. Das ist ein Mensch, der kein Derech-Eretz hat, aber eine Menge Torah in sich hat. Das heißt, er hat dieser Mensch, der Talmud schreibt, über diesen Menschen, was ist mit seiner Torah? Er hat die Torah gelernt, es ist ja was Heiliges. Oder die Frau, der Mann, die haben ja alle, die Frau hat auch eine gewisse Pflicht, Alachot zu lernen. Die Frau hat zu lernen, die Alachot von Pesach, von Chametz, von wie man Grünzeug richtig kaschert. Das ist meod chashuv. Sehr, sehr wichtig. Auch Bezrat Hashem, werden wir Bezrat Hashem Blinne der nächste Woche über Pesach etwas reden, Alachot und so weiter, wie man was machen soll. Aber die Frau hat gewisse Alachot zu wissen, sie muss wirklich Profi dann sein. Vor allem, Alachot Shabbat. Eine Frau muss mindestens 80-90% Profi sein. Milchot Shabbat. Weil die Männer sind meistens quasi, passt schon. Und die Frau, nein, okay. So, die Mitzvah geht euch fertig. Okay? Noch andere Dinge natürlich, Tarat HaMishpacha, jetzt.